Genau, also wir haben hier zwei Wohnzimmer aufgebaut. Hier auf der einen Seite ist das eine Wohnzimmer, auf der anderen Seite ist das andere Wohnzimmer. Und es geht darum, dass wir mit unserer Technologie Wohnzimmer miteinander verbinden können, dass sich die Leute in den Wohnzimmern miteinander unterhalten können, als wären sie im gleichen Raum. Also diese Audio Communication Engine, diese Technologien, die werden auch in diesem EU-Projekt Together Anywhere, Together Anytime verwendet. Und dieses EU-Projekt hat zum Ziel, dass man im Endeffekt Geräte hat, mit denen man auch Wohnzimmer miteinander verbinden kann, wo man sich dann mit den Familien treffen können, auch wenn sie weit voneinander entfernt leben und sich unterhalten können oder aber Spiele gemeinsam spielen können, zum Beispiel Brettspiele gemeinsam spielen können und sie das Gefühl haben, sie würden sich im gleichen Raum befinden. Diese gute Qualität, die erreichen wir durch ein ganzes Bündel an Technologien. Wir haben einen neuartigen Audio-Codec, mit dem man sehr effizient Daten übertragen kann bei sehr niedrigen Verzögerungszeiten und das in CD-Qualität. Wir haben ein Echo-Control, also ein Mechanismus, um Echos zu unterdrücken, dass man sich frei im Raum bewegen kann und miteinander sprechen kann, ohne dass es störende Echos gibt. Wir analysieren das Schallfeld mit dieser Technologie und können so die Person im Raum auch verorten und auf den entsprechenden Lautsprechern wiedergeben. Wenn sich die Person also durch den Raum bewegt, dass wir das auch über die Lautsprecher wiedergeben können, diese Bewegung. Und dann natürlich das ganze Streaming-System, das darunter steckt, damit man die Daten übertragen kann und auch Fehler verschleiern kann, um auch bei Paketverlusten zum Beispiel eine möglichst hohe Qualität noch zu erzielen. Der Audio-Codec heißt AAC Enhanced Low Delay. Das ist eine Variante des bekannten MPEG-AAC-Verfahrens. MPEG-AAC wird zum Beispiel im Apple iPod verwendet oder von iTunes verwendet. Ist ein sehr weit verbreiteter Audio-Codec, der höchste Qualität garantiert. Und diese Variante, dieses Enhanced Low Delay, diese Variante garantiert zusätzlich eine niedrige Verzögerungszeit. Und diese niedrige Verzögerungszeit bei der Codierung ist notwendig, damit sich die Gesprächspartner nicht gegenseitig ins Wort fallen, sondern damit eine flüssige Kommunikation zustande kommt.